Also es war ja am Mittwoch, hier wurde oder sollte ein junger Afghane abgeschoben werden, der direkt aus der Schule, aus dem Klassenzimmer gezogen wurde. Daraufhin hat sich die Klasse mit ihm solidarisiert. Es wurden innerhalb kürzester Zeit alle anderen Schulen informiert. Es sind viele Leute gekommen. Anfangs, als wir kamen, war es auch noch okay. Es waren viele Beamte vor Ort, aber es war okay, es war friedlich. Dann kam das USK, es wurde eine Sitzblockade gestartet und ab dem Moment ist es vollkommen eskaliert. Und ganz klar in dieser Situation und an dieser Eskalation sind nicht die Demonstranten, auch nicht die Linken unter den Schülerinnen und Schülern verantwortlich, sondern an dieser Eskalation ist ganz klar die Polizei, die nach einem normalen, friedlichen und passiven Protest mit Polizeihunden aufmarschiert ist und mit Polizeihunden angefangen hat, Schülerinnen und Schüler zu provozieren und zu bedrohen. Und erst dann ist die Situation eskaliert. Das USK ist unverhältnismäßig gewalttätig vorgegangen. Teilweise sind 4 USKler auf einem Mädchen gelegen und haben ihr die Gliedmaßen verdreht, die Faust in den Mund gesteckt und den Kiefer nach unten gezogen, dass sie ja aufsteht. Andere, alles was lange Haare hatte, daran wurde gezogen. Der Flüchtling wurde dann in dieser Zeit aus dem Wagen gezerrt, über die Wiese auf allen Vieren gezerrt, ins andere Polizeiauto. Dann ging die Blockade dahingehend weiter. Es wurde mit Schlagstöcken, Pfefferspray, Hunden und roher Gewalt vorgegangen. Also ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, außer dass es unmenschlich und unverhältnismäßig gewalttätig war. Die Polizeigewalt am Mittwoch hat solche Ausmaßen angenommen, die man einfach nicht rechtfertigen kann. Man sieht ganz klar, was mir passiert ist, was die Polizei Schülerinnen und Schülern angetan hat, Leute, die sich mit diesem Geflüchteten solidarisiert haben, wie massiv sie vorgegangen ist. Und deswegen ist es besonders wichtig, hier auch nochmal Flagge zu zeigen und hier nochmal ganz klar dagegen vorzugehen. Wieder ist der CSU! Ja, also das alles wurde hier mit organisiert von einem Kreis von Schülern. Die haben sich das ganze Jahr über schon getroffen. Hier die Schülerschaft in der Berufsschule ist interessiert daran, dass der Berufsschulraum auch ein sicherer Ort bleibt für Geflüchtete. Das sollte auch im Interesse von Integration sein, wenn die Flüchtlinge sich nicht mehr trauen, in die Berufsschule zu gehen. Wie soll Integration dann nach der Meinung von der Politik funktionieren? Das sollen Sie dann bitte mal erklären. Also ich finde, kein Mensch ist illegal. Wir dürfen Leute ganz besonders nach Afghanistan nicht abschieben. In dem Land herrscht meiner Meinung nach Krieg und es ist auch einfach zu gefährlich. Schreibt ja auch das Auswärtige Amt als Reisewarnung. Also ich bin heute hier, weil ich einfach gegen diese Abschiebungen bin und auch die Aktion am Mittwoch scheiße fand von der Polizei, aber auch vom Staat her. Und sowas gehört eigentlich verboten. Wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen.